Jo Leute, was geht ab? Heute mal ein Vlog der etwas anderen Art, ein bisschen ernster. Und zwar habt ihr das ja im Titel schon gelesen. Es ist sehr schwer für mich, das so zu sagen, wie es ist. Irgendwie ist das für mich ein schweres Thema, darüber zu reden. Ihr habt es im Titel wahrscheinlich gelesen, für die, die auf Facebook oder Twitter es auch mich verfolgen, die haben es auch mitbekommen. Ich will den sehr, sehr gewagten Schritt eingehen und es als Vollzeit-Streamer, YouTuber, was auch immer, versuchen. Ich habe das Ganze ja bisher aus Spaß gemacht. Ich habe das Ganze gemacht, neben meiner Arbeit, wo ich Geld verdient habe, ich musste meine Wohnung, alles Mögliche bezahlen, neben dem Studium, was ich jetzt immer noch mache, nur ich mache zwei Module pro Semester, das heißt, es geht ein bisschen länger. Und ja, es ist schwer drüber zu reden, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist natürlich eine Art, man weiß nie, wird es funktionieren, wird es nicht funktionieren, wird es ein, zwei Monate vielleicht funktionieren, wird es ein Jahr lang funktionieren, wie schaut es viel, viel später aus, falls es denn funktionieren sollte, wie sollte es in 5 Jahren funktionieren. Es ist sehr, sehr, sehr riskant, das zu machen. Ich habe auch lange überlegt, ich mache ja jetzt, ich weiß nicht, ich mache ja YouTube-Videos schon, ich glaube, 2 Jahre aufwärts, streamen tue ich auch schon über 2 Jahre und bisher war ich oder wollte ich das nie machen, habe immer nebenbei gearbeitet, habe immer mich auf Studium konzentriert, Schule, das. Allerdings bin ich ja zum Entschluss gekommen, man lebt nur einmal, Leute. Und ich will mir nicht in 10 Jahren sagen, hey, du hast nicht mal versucht. Du hast einfach aufgegeben. Ich will es versuchen. Wenn es nicht klappen sollte, dann klappt es nicht, dann finde ich das schade. Aber dann habe ich es wenigstens versucht. Ich habe für meinen Traum gekämpft. Und ich finde, ich weiß es nicht. Also, viele. Ich weiß, mir fehlen sogar die Worte, wie ich das erklären kann. Ich gucke mir die ganze Zeit so einen Punkt. Ich versuche, einen Punkt zu fixieren an der Wand und anhand des Punktes zu überlegen, wie ich das versuche zu erklären. Ich habe jetzt die letzten Jahre als Systemadministrator gearbeitet. Also bei uns im Rathaus in der Stadt, das hat mich sehr eingeschränkt, A, wegen Zeiten, nicht nur fürs Studium, sondern auch fürs Stream. Also bei mir war immer Rang 1 Ordnung. Es hat sich zwischenzeitlich geändert. Es war Rang 1 war Studium, Rang 2 war Arbeit, Rang 3 war Stream. Hat sich im Nachhinein geändert zu Rang 1 Arbeit, Rang 2. Das schwere Stream und Studium habe ich echt gleichgesetzt. Ihr wisst selber, also die meisten von euch sind ja noch jung. Die meisten von euch sind ja noch jung. Wenn man überlegt, obwohl das stimmt gar nicht, wir haben im Vergleich zu anderen, haben wir doch recht ein Publikum, was 20 aufwärts ist. Wir haben auch viele Junge dabei, aber wir haben auch sehr viele, die über 20 sind. Das finde ich erstmal auf jeden Fall übertrieben krass. Das gefällt mir auch so. Die Community, die wir haben, ist allgemein sehr, sehr reif. Und viele, die alleine wohnen, die wissen, Auto ist teuer, Wohnung ist teuer. Für mich ist noch Studium, ich muss meine Semestergebühren bezahlen, Krankenkasse, alles Mögliche richtig teuer. Dann Strom, Gas, alles Mögliche, Essen, Klamotten, ab und zu will man mal feiern gehen, worauf ich wahrscheinlich jetzt verzichten werde. Denn das ist. Ich werde jetzt versuchen, so viel anzusparen, wie es nur geht. Ja, Leute, und für die, die wissen, es kostet alles Geld. Deswegen war bei mir auch die Arbeit so weit hochgestellt, das musste bezahlt werden. Trotzdem habe ich versucht, jede mögliche Sekunde, wo ich nicht gelernt habe, für Studium zu streamen. Habe deswegen sogar mit YouTube-Videos aufgehört, weil ich A, keine Zeit mehr hatte, B, habe ich auch teils die Motivation verloren, weil die Spiele einfach nicht mehr vorhanden sind. Jetzt habe ich es mir aber fest vorgenommen, was sich auch dadurch ändern wird, dass ich diesen Schritt gehe, Vollzeit-Streamer zu werden, dass ich mindestens ein Video am Tag für YouTube hochladen werde. Ich habe da jetzt meine gesamte Freizeit, die ich habe, und das sind nicht nur 8 Stunden, das wären viel mehr Stunden, das wären 12, 14, 16 Stunden am Tag werde ich für YouTube oder für Stream investieren. Wahrscheinlich das meiste für den Stream, aber auch ein bisschen für YouTube. Und das heißt also, die Leute, die uns nicht im Stream verfolgen, die werden auf YouTube bestimmt wieder was haben. Es gibt zurzeit wieder Spiele, die man spielen kann. Rainbow Six mit Kollegen macht mega viel Spaß. Dead by Daylight macht mega viel Spaß.
arg einzelne Zusammenschnitte aus großen Raids, wie heute zum Beispiel eine stattfinden, wird, kommen auch ganz gut an. Zumindest bin ich der Überzeugung, dass ich mir dasselbe angucken würde mal. Sowas finde ich immer ganz gut. Ja. Das ist so das, was ich euch mitteilen wollte. Mal ein bisschen ernster, auch ein bisschen durcheinander, weil ich weiß echt nicht, wie ich das Ganze erklären soll. Und damit das Ganze klappt, ihr wisst, ein Streamer oder ein YouTuber, er ist abhängig von der Community. So. Das heißt, wenn ihr nicht mitzieht, dann kann ich das Ganze auch nicht machen. So, da bitte ich natürlich euch, mir ein bisschen mitzuhelfen. Genau, ein bisschen mitzuhelfen. Und zwar brauche ich A, für die Leute, die bei uns YouTube, sowohl auch YouTuber als auch Streamer, das wird ja ein YouTube-Video, brauche ich einmal einen kleinen Kommentar, wann ihr denn ungefähr den Stream schaut. Einfach damit ich das planen kann, damit ich die Streamzeiten ändern kann. Ich habe es mir jetzt auf Facebook und Twitter und Twitch habe ich schon gefragt. Es sieht so aus, dass die meisten zwischen 15 und 24 Uhr zuschauen. Das heißt also, ich würde den Stream so wahrscheinlich gegen 15 bis 24 Uhr legen, je nachdem. Ich muss gucken, also ich sammle noch die ganzen Zeiten. Deswegen bitte auch an euch einmal sagen, wann ihr denn Zeit für den Stream hättet. Die YouTube-Videos würde ich wahrscheinlich immer so gegen 14 Uhr hochladen, je nachdem, ob die fertig sind oder nicht. Ich würde die mal einen Tag vorproduzieren. Und dann kommt noch dazu, welche Spiele ihr denn gern sehen würdet. Sowohl auf YouTube als auch im Stream. Ich habe jetzt gesehen auf Facebook, ich glaube 80% der Leute haben gesagt Arma 2 DayZ. Ich dachte, das wäre schon wieder out. Arma 2 DayZ muss man überlegen. Hätte ich auf jeden Fall gerne Bock zu starten. Das harte Problem ist wirklich nur, die Leute, die campen nur noch in Türmen, die looten nicht mehr. Das ist nicht mehr das Feeling, was man damals hatte. Muss man mal drüber reden. Ja, sonst. Welche Spiele mit der Community? Dead by Daylight ist immer ein cooles Spiel im Stream, mega gut angekommen. Rainbow Six ab und zu mal mit der Community macht auch mega viel Spaß. Sowas mega cool. Also ich brauche Spiele, die man zusammenspielen kann. Falls ihr da Ideen habt. Ich brauche auf jeden Fall diese Ideenvorschläge. Ich brauche ein bisschen Feedback von euch, um einfach das Ganze so anzupassen, weil wir müssen halt eine Schnittstelle finden. Wir müssen eine Schnittstelle finden, so wie ich Spaß habe, welche Spiele ich Spaß habe, genauso, dass ihr Spaß habt. Es bringt nichts, wenn nur eine Seite Spaß habt. Wir müssen das Ganze kombinieren. Und da brauche ich eure Hilfe und da bitte ich euch drum. Sonst, ich will das Video auch nicht zu lang halten, bedanke ich mich bei allen, die uns unterstützen oder unterstützt haben. Holy shit, ich kann es gar nicht fassen. Shit, Alter, das ist einfach echt brutal. Leute, Herz an euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Peace and out.